Ja, hallo und herzlich willkommen zu Fastlane 2020 hier bei WWE 2K16, meine Karriere. Ja, der Undertaker hat kein Match bei Fastlane. Deshalb können wir ihn leider nicht attackieren. Ich hoffe aber, dass wir ihn irgendwie danach attackieren können. Ja, ansonsten können wir dieses Dream Match, was ich hoffentlich haben will, nicht kriegen. Boah, das hängt alles davon ab, ob ich danach eine Fehde kriege oder nicht. Das ist. Boah, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich hätte auch jetzt nicht in der dritten Woche anfangen können, weil die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, dass ich bei Fasten das Match kriege. Und das will ich ja nicht. Ich will ja bei WrestleMania das Match haben. Das ist manchmal echt ein bisschen blöd. Alles echt ein bisschen blöd. Na gut, wir machen jetzt einfach mal dieses Match. Gucken wir, was dann passiert. Gewinnen dieses Match und dann sehen wir weiter, was passiert. Okay, wir machen nun das Match gegen Brock Lesnar. Mal sehen, wie das enden wird. Und was danach passiert. Also das ist, glaube ich, so, wo ich am meisten gespannt bin. Oh, das kontert Lesnar mal eiskalt. So. Oh mein Gott, der Beast entkommt. Schön gemacht hier.
Was für ein Tritt hier. Und bam. Und wir schmeißen dagegen. Bam. So muss das sein. Okay. Und? Ja. Jo. Wunderbar gemacht hier. Und, nein, der Sprung nach draußen gelingt nicht. Das war nicht so gut. Der war nicht so gut. So. Jawohl. Die Combo hat funktioniert. So. Come on, Brock. Come on, Brock. Okay. So. Ja. So. Ja, der Phenomenal Forearm war nicht perfekt. Das habe ich gesehen. Oh, das hat man generell gesehen. Zack. Wunderbar. Okay. Und wunderbarer Move hier. So, komm Lesnar. Komm Lesnar, was hast du noch zu bieten hier? Deine Suplessen. Ah. Ich kann mir gar nichts hier. Eigentlich ist mir das Match auch nicht so, wo ich sage, oh, ich bin so angespannt oder ich freue mich so über Dream of the Dead. Ich will nur wissen, was danach passiert. Das ist so das Entscheidende. Okay, Lesnar. Zack. Das war ein Tritt in den Kronjuwelen, der sich gewaschen hat. Okay. Das war nicht so gut. Ja. So. Sehr gut. Was hat Lesnar für eine Fähigkeitsliste? Okay, er kann einmal generell auskicken. Was hast du gemacht, Lesnar? Du kriegst eine Pfeife ab hier. So. Und den Submission. Okay. Oh, Lesnar. Whippin, was macht er? Oh. Nein. Back Suplex wahrscheinlich, ne? Nee. Oder? Nee, Double Underhook. Superplex. Anscheinend. Ja. Okay. Coverversuch. Wir haben ja noch den Widerstand. Den behalten wir uns am besten auch. Oh, was für harte Schläge von Lesnar. Oh, jetzt eine Gut Wrench. Eine Gut Wrench! Die auch schön zeigt. Ah. Und die Powerbomb. Ja, Lesnar macht mich gut fertig. Aber noch nicht fertig genug. So. Okay. Bisschen Stamina aufladen. Das ist, denke ich mal, unser oberstes Ziel erstmal. Und Lesnar, der steht da nur. Okay. Wenn du mich nicht wresteln willst, sag's ruhig. Und den Fokus bleibt er weiterhin bei mir. Okay, dann. Oh. Dann, ja, versuchen weiter zu attackieren.
Blut ist sehr, sehr gut. Oh. Ich glaube, das war ein Finisher, ne? Also ein Signature von Brock Lesnar. Das war tatsächlich einer. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich müsste einen noch auskicken können. Ja. Ja. Wunderbar. So. Okay. Und. Ah, okay. Nicht so ganz gelungen, würde ich mal sagen. Aber der Ansatz war da. Die Durchsetzungskraft war auch noch da. So. Es war klar, dass es wieder schief geht. Oh, Brock Lesnar. Oh. Komm heraus. So. So, ein Dropkick erstmal. Lol, wo springst du? Meine Güte. Haben wir schon eine gesehen in der WWE, aber das ist nicht. Oh. Okay. Und. Leg Drop. Und noch einen. Noch einen genickten Leg. Genickten Leg Drop. Das wollte ich sagen, genau. So. No, 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 Lesnar. Was machst du da? Muss ich schon aufstehen? Nicht mit mir. Warte mal, warte mal. Und nochmal ein Ansatz zum Chokeslam. Der durchgeht? Jawohl. Und war es das schon? One. Two. Nein. Die Frage ist halt, war das jetzt sein? Nee, ist egal. So. Direkt gekontert hier. So, komm. Wir müssen warten. Wir müssen noch mehr warten. Okay. Jetzt. Ja. Tombstone Pile Driver. Und jetzt. One. Two. Three. Wir haben Brock Lesnar besiegt. Huh. Das war echt ein geiles Match. Eine geile Ansetzung, ein geiles Match, 4 Sterne. Damit können wir auf jeden Fall leben. Nur das Entscheidende ist jetzt, was passiert nun? Ich bin mal gespannt. Ich will diese Fehde unbedingt. Ihr glaubt's nicht, wie sehr ich diese Fehde haben will. Aber wir müssen abwarten. Und ich will nicht warten jetzt. Ich will es schon wissen eigentlich. Dass ich endlich mal zu WrestleMania gehen kann, ohne eine Fehde. Storyline, das wäre auch mal möglich. Wo ich vielleicht mal eine Dream-Fehde machen kann. Ja! Taker, ja! 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 Leute! Ich komme. I am coming for you. Mein Herz war so am Rasen.
coming. Die Fehde startet. Und nun sind wir auf der Road to WrestleMania mit dieser Dream Match Fehde, die ich unbedingt haben wollte, und die kriegen wir. Und ich würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.